Der Mac Studio ist ein Wahnsinnsstandrechner von Apple, der sich irgendwo zwischen dem Mac Mini und dem Mac Pro einordnet. Gleichzeitig ersetzt er gemeinsam mit dem Studio Display den iMac Pro der vergangenen Jahre. Er hat mehr Anschlüsse als Mac Mini, das Doppelte der Performance eines MacBook Pros und die dickeren Lüfter als beide gemeinsam. Natürlich kommt die Performance dabei aber auch auf die Ausstattung an, so lässt er sich in der niedrigsten Ausstattung exakt identisch zu einem MacBook Pro konfigurieren. In diesem Video gehen wir daher nicht einfach nur auf die bereits bekannten Fakten über den Mac Studio ein, sondern reden auch über die Unterschiede zum MacBook Pro und über meine ersten Erfahrungen mit diesem portablen Klotz. Wie immer starte ich dabei mit dem Design, denn wir haben hier von oben betrachtet dieselben Maße wie auch in einem Mac Mini. Der Mac Studio wurde vom Formfaktor lediglich höher. Er ist je nach Monitor, Stuhl oder Tischhöhe etwas zu hoch, um unter ein Display zu passen, das gleichzeitig die obere Bildschirmkante auf Augenhöhe haben soll. Aber nicht nur das Gehäuse wurde höher, sondern auch der Standfuß. So fasst er zwar dieselben Maße in Länge und Breite, sodass für den Mac Mini angepasste Hubs auch für den Mac Studio funktionieren. Insgesamt steht er jedoch etwas höher. Das muss er jedoch auch, um den Kamineffekt des neuen Lüftungssystems voll auszukosten. So wird die Luft unten reingesaugt und oben hinten wieder rausgespuckt. Auf die Lüftung gehen wir gleich nochmal genauer ein. Erstmal aber jetzt zu den Anschlüssen. Die Anschlüsse beim Mac Studio sind zahlreich. So finden wir hinten zwei USB-A-Anschlüsse mit 5 Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit und 4 Thunderbolt 4 Anschlüsse. Alle Anschlüsse sind dabei genauso schnell wie die entsprechenden im Mac Mini, MacBook Pro oder iMac. Hier speckt Apple nirgendwo ab. Auch läuft jeder Anschluss über einen eigenen Bus, sodass, anders als bei manch anderen Rechnern, die Übertragungsgeschwindigkeit nicht sinkt, sobald man den Anschluss direkt nebenan mitnutzt. Die weiteren Anschlüsse sind für Strom, Kopfhörer, HDMI mit maximal 4K 60 und für 10 Gigabit LAN. Kommen wir nun kurz zu den Prozessoren. Da haben wir zum einen den M1 Max zur Auswahl, den wir schon aus dem MacBook Pro kennen, und den M1 Ultra. Der M1 Ultra ist jedoch quasi ein M1 Max mal 2, also das Doppelte an CPU, GPU und das Doppelte an Neural Engine. Zwei M1 Max Prozessoren wurden dafür tatsächlich einfach nur zusammengesteckt. Trotzdem agieren sie für die Software wie ein einziger Prozessor, weshalb es auch keine Einbuße in der Leistung gibt. Beide performen unglaublich gut und stellen die Konkurrenz weit in den Schatten. Wo früher Apple mit ihren Macs einfach immer am teuersten waren, bieten sie jetzt durch diese Prozessoren eine wirklich gute Preis-Leistung. Speziell für Videoeditoren, Fotografen oder Grafikdesigner. Alle M1 Prozessoren haben nämlich spezielle Optimierungen für eben spezielle Anwendungsbereiche. Einen Guide für deine persönliche perfekte Ausstattung des Mac Studios findet ihr in der Ecke oben rechts. Insgesamt leistet aber auch schon der M1 Max so viel, dass er selbst für professionellere Zwecke mehr als ausreicht. Mehr Worte über den Prozessor braucht man jedoch mittlerweile, denke ich, kaum noch zu verlieren. Falls du dich da nicht so auskennst, würde ich dir persönlich empfehlen, dich nach diesem Video darüber unabhängig einfach nochmal schlauer zu machen. Wo wir das mit den Prozessoren aber jetzt geklärt haben, kommen wir nochmal zurück zu den Anschlüssen. Denn bisher haben wir nur über die Anschlüsse hinten geredet, vorne geht es aber auch schnell. Denn mit dem schwächeren M1 Max Prozessor erhalten wir vorne auch langsamere USB-C Anschlüsse. Sie übertragen Daten mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, können jedoch sogar auch für Monitore verwendet werden. Der M1 Ultra bietet stattdessen das Vierfache der Geschwindigkeit mit Thunderbolt 4 und unterstützt natürlich dementsprechend auch nochmal hochauflösendere Monitore. Aber vorne schließt man die eigentlich selten an. Deswegen finde ich das Ganze auch nicht schlimm. Wer jedoch Videos immer direkt auf Thunderbolt SSDs aufnimmt und flexibel vorne anstecken möchte, wird die schnelleren Anschlüsse vermissen. Das ist jedoch eher ein wirklicher Pro-Anwendungsbereich. Ansonsten gibt es vorne noch den SD-Karten-Slot. Dieser bleibt übrigens bei beiden Ausstattungen derselbe und ist auch der identische UHS-II-Slot wie im MacBook Pro. Was sich jedoch unterscheidet, ist die Kühlung. Im M1 Max hat diese weniger Kontaktfläche als im M1 Ultra. Zusätzlich wiegt der Mac Studio mit dem M1 Ultra auch mehr, da er auf ein leitfähigeres und schwereres Material setzt. So werden beide Ausstattungen ähnlich laut. Interessanter würde es aber, wenn wir den Mac Studio mit dem MacBook Pro vergleichen. Denn beide unserer Testgeräte sind exakt identisch ausgestattet. Beide setzen auf den M1 Max mit weniger Grafikkern, 32 GB RAM und 512 GB Speicher. Im Alltag schaffen dabei beide die fast identische Leistung und keiner nimmt dem anderen da irgendetwas.
Jedoch läuft das MacBook Pro komplett still, selbst beim teilweise intensiveren Arbeiten und das während der Mac Studio laut vor sich hin rödelt. Versteht mich nicht falsch, er ist immer noch leiser als ein typischer Windows-Stand-PC, aber eben nicht so still, wie er sein könnte. Gerade mit dem dicken Lüfter da oben und den Energieeffizienzkern sollte man zumindest dann, wenn man einfach nur ein Dokument bearbeitet oder einfach gar nichts macht, den Rechner gar nicht hören. So ist es ja auch beim MacBook Pro. Wenn ich hier nichts mache und einfach nur den Bildschirm entsperre, ganz leise, es passiert gar nichts. Wenn ich jetzt hier mir das Touchpad nehme und einmal den Mac Studio anmache, fängt er an, laut zu rauschen. Fühlt man jetzt einfach mal hinten, merkt man auch, hier wird tatsächlich auch kalte Luft rausgeblasen. Das heißt, so gesehen wären die Lüfter nicht mal nötig. Und wenn du, auch wie ich selber, einen gemeinsamen Raum für Audioaufnahmen und zum Arbeiten nutzt, also hier nehme ich meine Audio auf, da wo die Kamera gerade steht, steht normalerweise der PC und ich arbeite. Und wenn du das genauso machst wie ich, dann nervt ein Ding, was einfach durchgängig rauscht und dann auch noch mitten auf dem Tisch steht. Also kommen wir schon mal zum leicht vorgezogenen Fazit. Das Design ist top, die Anschlüsse sind top, die Performance ist top, die Preis-Leistung ist Apple untypisch top, die Kühlung ist flop. Was kann man sonst über den Mac sagen? Er läuft wie eh und je mit macOS, das mich wirklich auch als langjähriger Windows-Fan, auch wenn das gerade nicht mehr so aussieht, wirklich überzeugt hat. Wir haben Bluetooth, WLAN, AirDrop und brauchen keine weiteren Dongles, um irgendwas anzuschließen. Eine Sache muss ich aber wirklich noch negativ erwähnen. Das Einrichten. Ihr könnt nämlich nicht einfach jede Maus und jede Tastatur verwenden. Wichtig ist eine Kabelverbindung oder eben das originale Apple-Zubehör. Denn eine reine Bluetooth-Tastatur wie diese hier, gut, hier gibt es noch einen Adapter, aber auf den komme ich gleich zum Sprechen, aber eine reine Bluetooth-Tastatur wie diese hier funktioniert nicht. Erst nach dem Einrichten können sich Bluetooth-Tastaturen verbinden. Man braucht also etwas Kabelgebundenes. So ein Dongle hier ist zwar auch theoretisch kabelgebunden, hat aber in meinem speziellen Fall auch nicht funktioniert. Das lag aber nicht daran, dass er nicht erkannt hat, dass da eine Tastatur angeschlossen ist, sondern weil er einfach nicht wusste, wie diese Tasten aussehen, sodass er nicht weiß, wenn ich eine Taste drücke, ist es eine deutsche, eine englische, eine chinesische Tastatur, ist es eine Tastatur mit Windows-Tasten oder eine Tastatur mit für Apple angepasste Tasten. Von daher hat er auch dann keinen Tastenschlag angenommen. Das muss ich erst wieder einrichten, nachdem ich den Computer eingerichtet habe. Das heißt, ich empfehle euch wirklich, eine kabelgebundene Tastatur irgendwo aus dem Schrank zu ziehen oder noch nicht wegzuschmeißen, um den Rechner einzurichten. Oder ihr holt euch halt eben die Apple-Tastatur, die tatsächlich auch sehr gut ist und ich auch empfehlen kann. Aber nicht jeder will ganz so viel Geld ausgeben oder möchte, wie zum Beispiel ich hier beim Logitech oben, dieses extra Rad haben und steigt deswegen auf was anderes um. Das war's mit dem Video. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Es wird auch noch einen Langzeittest über mehrere Monate geben, also abonniere den Kanal, um diesen nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.